So, zweiter Versuch. Nach 4 Folgen am Stück, wo ich jetzt 16 Siege oder 12 bis 15 Siege so am Stück hatte, ohne Loot, ist das passiert und meine Kette der Siege ist gerissen. Ihr habt es so gewollt. Okay, ein goldener Schamane heißt 500 Siege. Okay, Mana Wurm. Meine Top-Prio-Karte. Macht er nichts? Doch jetzt. Wie ich erst das? Kommt drauf an, was er jetzt spielt. Wenn er ein Zauber Monster spielt, dann werde ich wahrscheinlich meinen Frostblitz spielen. Oder er macht so. Aber dadurch hat er Überladung. Das heißt, er hat jetzt ohne maximal 2 Mana. Okay. Ein Geheimnis. Sehr gut. Drei Mana. Wenn ich das spiele, habe ich noch eins, aber das kostet dann 2. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ich hab's zuerst gefunden. Das ist im Vergleich zu den letzten beiden Runden, die so schlecht liefen, mal eine gute Hand. Er hat scheinbar nichts. Vor allem erst schweigen, dann schaden. Das ist eine coole Karte. So, für 2 Mana. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Den anderen hebe ich mir auf. Eine Karte, die für die Anzahl der Totems, die er hat, stärker wird. Spiele ich das? Aber wenn er die Dingskarte hat, wodurch seine Benachbarten plus 2 kriegen, ist das auch nicht so cool. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Super. Vielleicht den auch einfach spielen sollen und mit einem von denen angreifen sollen. Wäre vielleicht schlauer gewesen, dann hätte ich früher einen starken gehabt. Genau für so einen Fall. Geile Sache. So. Gucke ich da nach einem guten Zauber und spiele dann den? Ach ja, ich glaube ja. Vernichtet einen Gefrorenen, dann könnte ich die beiden benutzen. Das ist natürlich auch toll. Aber bisher spielt er nichts auf Masse. Ich frage mich. Ich nehme mal eine Dings rein. Ah, kostet ja sogar 4. Ich hab's zuerst gefunden. Super. Vor allem, das ist ja in seiner Runde geschworen worden, deswegen kann ich ja schon angreifen damit. Voll geil. Hätte ich auch 2 Schaden mehr machen können, plus 6 durch den Zauber, 8. Jetzt kriegt er gleich 14 Leben dazu. So, halt, andersrum. Erst den, dann den. Ich komme zu spät, viel zu spät. 10 Mana, er darf nicht auf 10 Mana kommen. Hat er eigentlich durch die Karte auch gleich ziehen dürfen? Nee, er hat einfach nur doppelt so viel aufgeladen dadurch.
Zieht eine Karte, sie kostet 3 weniger. Für 3, okay. Meine kostet 2 für 2. Er hat scheinbar einen Zauber auf der Hand. Eins weniger kosten, okay. Lol, ich habe trotzdem den Schwatt-Typen. Und der Fünfer ist trotzdem auch noch ein Fünfer. Verleiht beiden Spielern die Macht des Rock. Ich glaube, ich will Schaden machen. Sechs, neun, zehn. Wenn ich das mache, aber falls er irgendwas mit Spott spielt, komme ich nächste Runde nicht durch. Deswegen sollte ich abwarten. Tot gekriegt hätte ich ihn eh nicht. Jetzt hat er 5 Schaden geopfert. So, ich habe kein Geheimnis auf der Hand, aber um den Monster zu spielen, sollte ich den schon spielen eigentlich. Und der wäre auch zu schade zum Nichtspielen. Ah. Spiele ich den oder nicht? Wir haben ach komm. Viele Geheimnisse. Er darf halt nur nicht den ziehen. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wenn die stirbt. Okay. 3, 6, 12, 13 Schaden könnte ich in einem Zug machen. Oh, jetzt hat er auch noch sowas. Ihnen bringt ihn damit Freunden, den wieder auf den Schlachtfeld zurück. Hä? Lol, was ist denn das für ein Mega-Zug? Das war krass. Das war richtig gut. Die in diesem Zug gestorben sind. Wie war denn das? Sein Zug oder alle Züge? Bei einem würde ich tot kriegen, auf jeden Fall. Scheiße. Jeden Zug. Diener, Soldaten der eisigen Finsternis, folgt dem Ruf von Kel'Thuzad. Alter, das hat ja ganz viele Karten da drin. Okay, dafür, dass es bis eben gut aussah. Und dann mein Spotter. Bleibt mir jetzt eigentlich nur noch das. Der andere muss auch sterben, sonst habe ich Arschkarte. Meiner. Ja. Meiner. Ist ja gut. Aber mit 2 von denen habe ich trotzdem Arschkarte. Scheiße. Aber jetzt habe ich wenigstens eine Grundlage zum Spielen. Und ich habe ein starkes Monster. Okay, da hat scheinbar nur geguckt, was ich von Geheimnis habe.
Oh, Leute, das stimmt aber. Okay, was mache ich damit? Einen kriege ich tot, den anderen kriege ich auch tot. Auch wenn ich ordentlich Schaden bekommen habe. Damit könnte ich ein Geheimnis ausspielen, ich habe aber gerade keins aus der Hand. Damit kriege ich den einen Kaltusa tot. Ach scheiße, der hatte noch Spotter, daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Fuck. Das sieht nicht gut aus. Ich frage mich, ob... Eine unglaubliche Entdeckung! Und der kommt auch wieder, wenn ich ihn töte. Das ist doch auch scheiße. Und der kommt doch auch wieder. Fuck, ich weiß nicht, was ich machen soll. Viel zu spät. Oh, sag bloß, er ist nicht mehr da. Oh ne, das war mein Zug. Ach scheiße, der ist sogar zweimal wiedergekommen durch beide Effekte. Aber hast du das richtig verstanden? Das ist richtig mies. Weil er jetzt auch noch zwei Spotter hat. Aber ich könnte... Ich hab's zuerst gefunden! Jetzt kriegt er vier von denen wieder. Wenn ich den noch töte... Jetzt die Frage, wie die Reihenfolge ist. Das will ich auch. Oh, hätte ich noch einen Mana mehr. Ah, das könnte mir nächste Runde was nützen. Scheiße. Trotzdem nur die beiden wieder. Ich hätte sogar vier, aber gut, der eine war ja tot und dann, dass es vier sind. Ein Leben ist euer Schuld. Ihr wollt einen Zauber wirken? Das will ich auch. Ein Massending. Das hilft mir alles nichts. Obwohl, warte mal. 3, 4, 5, 6. Schwere Geburt. Aber ich bezweifle, dass ich die Runde doch noch gewinnen kann. Ey, seitdem er 10 Mana hat, ist er echt böse. Sehr gut. Nein! Es reicht sogar. Scheiße.
Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Okay. Vielleicht hatte ich neulich Nacht einfach mehr Glück, weil ich nachts gespielt habe. Jetzt spiele ich 9 Uhr abends. 9 Uhr abends deutscher Zeit. Da sind wahrscheinlich die ganzen Pros halt online. Aber das hätte ich jetzt auch nicht besser machen können, glaube ich. Ich habe keinen Fehler gemacht. Boah, schon wieder ein Goldener. Hier tummeln sich gerade echt krasse Leute. Sieg oder Tod. Ihr habt es so gewollt. So, das ist schon mal schön. Hau ich die noch weg. Ja, es ist auch gut. Dann kann ich wieder Runde 2 ihn spielen. Hallo. Mal freundlich grüßen. Sulfuras. Grüße. Mit Spott. Halt, jetzt doch noch nicht. Runde 2. Nicht Zug 2. Wir haben viele Geheimnisse. Jetzt ist das gleich günstiger. Den als nächstes und ein Geheimnis ziehen. Den, achso. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Gut gespielt. So, in dem Fall würde ich jetzt erstmal so machen. Nächste Runde kommt das. Und einer von denen wahrscheinlich. Oh nein! Hasse diese Karte. Nein, meine Stärke hat überlebt. Ich könnte auch das spielen in der Hoffnung. Ah ne, dann wäre ein Mana zu wenig. Ich komme zu spät. Viel zu spät. So, was machen wir am besten? Ich würde sagen, wir heben uns das hier mal auf. Oder 8 Schaden machen? Nee, das wäre gratis dann. So, dann mache ich mal so. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Ich komme zu spät, viel zu spät. 16 Schaden, 17, 20 Schaden könnte durchkommen. Oder auch nicht. Spiele ich es am besten? Den. Was soll ich schnell tun? Ein Leben ist euer Schild. Oh, schön, eine Todesröschenfähigkeit. Sofort. Für Dalaran. Oh. Scheiße, hat er noch mal. Noch einer. Damit hat er auch fast seine Quest voll.
Man sieht's nicht, weil alle Zahlen verbuggt sind. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. So, wenn ich den angreife. Könnte ihn tot kriegen. Was soll ich nur tun? Ich hoffe nicht, dass ich das bereuen werde. Ich beschütze. Und noch eine Dings, weil er versucht ja seine Spottleute voll zu kriegen. Also ist Spiegelgestalt oder wie das heißt, Spiegelbild, auch ein gutes Geheimnis gegen den Gegner. Zauber brauche ich eigentlich nur noch. Nicht sowas. Was mache ich denn jetzt mit dem hier? Greife ich den an oder lieber nicht? Warte ich auf ein Geheimnis nächste Runde? Ich müsste ja noch ein paar haben. Oder spiele ich den, um Schaden zu machen? Ich warte. Selbst wenn jetzt noch ein Spiel kostet, zubedingt bringt 8 Schaden zu böse. Kannst du nicht. Die Rüstung. Könnte zwar ein Geheimnis spielen, aber das ist doch noch besser. Bam. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Bam. Gut gespielt. Danke. Mal wieder eine Runde gewonnen. Aber vorwärts sind wir auch nicht gekommen. Einmal zurück, einmal vor. Aber immerhin haben wir eine Quest-Fortschritt bekommen. Na gut, wir sind wieder drüber. Bis später!